Hallo, liebe Community, es ist ziemlich windy. So wie nie oder wie I. Warum ist das auch so windig? Wir haben schon vertikutiert. Überkreuz. Ihr seht es vielleicht. Überkreuz vertikutiert. Wir haben das hohe Gras skalpiert auf 30 mm, also von 40 auf 30 runtergemäht. Nach dem Vertikutieren alles einmal abgemäht, also aufgesogen, abgehakt, aufgesogen. Ein Riesenberg an Rasenschnitt, beziehungsweise an, ja, Thatch. Fällt mir nur auf Englisch ein. Rasenfilz, ein Riesenberg. Und was ihr hier vielleicht auf dem Rasen seht, das sind alles die, ja, die Samen von der Birke. Die streut gerade so viel Dreck auf den Rasen. Oh Mann, nix. Alles Biomasse. Das ist das, was wir heute aus der großen Fläche rausgeholt haben. Helle Wahnsinn. So, jetzt warte ich darauf, dass der Wind aufhört, damit mir meine Nachsaat nicht verweht. Ich habe zwar die Rasenbaumaschine, die Sempner Rasenbaumaschine, die kleine Rasenbaumaschine, die habe ich schon eingestellt auf 20 Gramm pro Quadratmeter. Ungefähr 20 Gramm pro Quadratmeter sehe ich jetzt nach. Man kann so nachsehen zwischen 15 und 25 Gramm pro Quadratmeter. 20 Gramm finde ich nicht schlecht. Ist vielleicht ein bisschen viel, man muss gar nicht so viel machen. Könnte auch auf 15 gehen, wie gesagt. Aber ich möchte ja meinen Gräserbestand, meine Gräserarten verändern. Und dazu, ja, der Mais ist weg. Und dazu muss ich natürlich ja möglichst oft nachsehen und mit halt dann der gewünschten Gräserart nachsehen. Gräserart, was heißt das? Ich habe ja hier einen Mischbestand aus verschiedenen Gräsern. In der Regel hat jeder immer sehr viel deutsches Weidelgras drin, die Lolium perenne, dann die Wiesenrispe, die Poa pratensis, dann auch die Festuca rubra. Ist in vielen Rasenmischungen drin. Ich möchte tatsächlich die Festuca hier fördern. Habe ich ja schon oft erzählt. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen mit diesem ganzen Wind hier. Habe ich ja schon oft erzählt, die Festuca rubra, der Rotschwingel, ist ein sehr feines Gras, was sehr wenig Stickstoff benötigt und auch relativ wenig Wasser benötigt. Und das in Kombination mit der Poa pratensis ist eine ganz coole Lösung, die ich auf der Ostseite schon neu angesät habe. Und hier möchte ich sie jetzt auf der alten Bestandsrasenfläche nachsehen und den Bestand langsam hin zur Festuca in Kombination mit der Pratensis hier ja, etablieren, verändern. Ich habe ja sehr viel Agrostis chlodonifera und Agrostis capillaris hier drin. Alte Fehler, die ich gemacht habe. Und das passt ganz gut. Ich hoffe, dass das ganz gut passt. Und dass im Laufe vielleicht sogar der Jahre sich hier der Bestand immer stärker verändert. Gerade hier in der Hitzezone, in der Südkante, da brauchen wir ein Gras, was eben Hitze ab kann, was die sandigen Böden ab kann, was auch meinen niedrigen pH-Wert ab kann. Ich habe einen pH-Wert wieder gerade gemessen, der liegt zwischen ja, um die 5, sogar teilweise bei 4,5 auf der Ostfläche. Ich war völlig überrascht. 4,5 habe ich gleich nachgekalkt. Und hier liegt er so bei 5, 5,5, und das ist für die Festuca auch optimal. Und welches Gras das natürlich überhaupt nicht ab kann. Niedriger pH-Wert, wenig Stickstoff, wenig Wasser an der Oberfläche, sandige Grasnarbe. Na, ist klar, ne? Poa annua. Ja, die jährige Rispe. Und die geht auch gerade stark kaputt. Sieht man jetzt nicht mehr so gut, weil ich alles schon aufgefräst hier habe. Die jährige Rispe zeigt sich an vielen Stellen schon sehr braun. Die stirbt halt jetzt ab, um im nächsten Jahr natürlich wieder mal wiederzukommen. Aber diesen Moment will ich jetzt gerade ausnutzen. Die Poa annua ist schwach.
Das Wetter ist noch super. Es war leider die letzten zwei Wochen sehr heiß. Wir haben jetzt hier Ende September, ich glaube den 19. September. Das ist schon fast ein bisschen spät, aber es war, wie gesagt, sehr, sehr warm und trocken auch die letzten zwei Wochen. Und jetzt soll es etwas kühler werden, allerdings auch noch relativ trocken bleiben. Aber da werde ich dann so ein bisschen nachhelfen mit Bewässerung. Also genau der richtige Zeitpunkt, um nachzusehen. Und das habe ich ja auch hier sehr ausführlich hier in dem Video euch mal erzählt, das Thema Neusaat, Nachsaat, was da zu beachten ist. Und die Reihenfolge ist tatsächlich wie folgt. Ich habe jetzt über Kreuz vertikutiert, dann habe ich alles abgemäht, ein bisschen runtergemäht, die hohen Gräser. Die kurze Fläche habe ich jetzt nicht verändert von der Schnitthöhe. Dann werde ich jetzt nachsehen. Die Saat kann jetzt gut in diese offenen Schlitze reinfallen. Und dann macht nun gerade diese Grasenbaumaschine, drückt diese Maschine auch noch gleich die Saat ein bisschen fest über die Heckwalze. Und zum Schluss kommt Sand drauf, eine dünne Schicht Sand. Man kann auch Rasenerde nehmen, gar keine Sache. Ich nehme gerne halt Sand, weil ich eben diese sandige Oberfläche haben möchte, damit sich die Poa dann nicht so gut festsetzen kann. Feinen Sand, 0,1er Sand nehme ich, also feinen gewaschenen Sand bis 1 mm Korngröße, Top-Dressing-Sand. Und der wird jetzt hier anschließend mit ungefähr einen Liter, 1,5 Kilo pro Quadratmeter auf die Fläche gestreut. Das ist so die Idee. Und dann ziehen wir den Sand hier nochmal sauber mit dem Rasenrakel ab. Und dann ist gut. Dann wässere ich noch. Ja, und dann schauen wir mal, wie das in zwei Wochen aussieht. Ja, so mache ich das. So, und jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt könnt ihr noch ein bisschen zugucken. Wir haben jetzt schon wieder viel gemacht, ohne zu filmen, weil ja, sonst dauert das alles noch länger. Aber oh, ein paar schöne Shots jetzt hier mit der Rasenbaumaschine. Aber es ist immer noch zu wenig, vielleicht müssen wir es noch ein bisschen später machen. So um 5 soll es tatsächlich erst aufhören zu winden. Jetzt ist es 3. Oh, ich muss warten. Ich halte es kaum aus. Na gut, also bleibt dran, viel Spaß. Der Rasenfreak sieht seine Rasenfläche nach. Und was ich ja immer wieder sage und was ich auch jetzt hier beim Rüberlaufen sehe, ich schalte mal um. Es ist schon wahnsinnig. Es ist schon ein Wahnsinn, wie die Festuca, ich hoffe, man sieht es hier, wie die Festuca auf der Fläche schon dominiert. Das ist mega cool. Und hier, wie gesagt, hier hinten auf der Ostfläche, die richtig gut aussieht, auf der Ostfläche ist ja nur Pratensis drin und die Festuca und naja, bestimmt auch irgendwann eine Lolium. Ja, die ist natürlich. Oder hier mal gucken. Ja, das ist ein bisschen typischer. Feine Festuca und dazwischen die etwas breitblättrige Poa pratensis. Ein bisschen hellgrüner die Fläche, damit sie sich angleicht an die Agrostis stolonifera, die wir hier so richtig brutal aufgefräst haben. Sieht das hier aus, nicht so viel rumlaufen, dann wird euch nur schlecht. Yeah, cool. Schauen wir noch mal kurz in die Kiste rein. In die Saatkiste. Da ist die Saatmischung. Wahnsinn. Wahnsinn. Irre. Gut. Boom. So. So, jetzt zeige ich euch nochmal schnell hier die Rasenmischung, das ist eine Sondermischung von der Firma Freudenberger. Die hat mir die Firma Freudenberger zusammengestellt mit der ganz hochwertigen Poa pratensis Yvette mit 45% und der Festuca rubra commutata, der Horst, dem horstbildenden Rotschwingel Homestar. Die Festuca rubra Homestar habe ich ja auf der Ostfläche hier schon ausgesät. Und hier ist aber die Hilda drin als Poa pratensis.
Und da haben sie jetzt die Yvette mit reingemischt. Ja, gut. Da verlasse ich mich so ein bisschen auf die Experten. Wenn die meinen, das ist die richtige Lösung, dann ist das gut. Ja, wenn ich ein bisschen mehr oben anfasse, ist es ein bisschen ruhiger. Ja, ich bin hier auf 19 mm runter auf der Fläche. Das ist schon richtig cool. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt hier die alte Bestandsfläche immer weiter sich verändern wird. Und ihr hoffentlich auch. Also bleibt dran, dann werdet ihr sehen, wie der Rasenfreak hier seine Rasenfläche weiterentwickelt. Yeah! So, ich sage jetzt tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ja, vorbei, Schluss. Ihr könnt ja nächste Woche wieder dabei sein, wenn ihr mögt. Immer Samstag 8 Uhr. Das ist mein Regeltermin, wo ich meine neuen Videos hochlade. Was ist hier alles? Ciao.